Hallo und herzlich willkommen hier zum dritten und letzten Teil zu dieser kleinen Teilserie zu den Kongruenzsätzen sind die Dreiecke ABC und A'B'C' kongruent. Wir haben gegeben A gleich 7,5 cm, Alpha gleich 20 Grad, Gamma gleich 110 Grad. Da wir beide Winkel kennen, muss es der dritte Kongruenzsatz sein und wir können nach der Winkelsumme im Dreieck auch Beta ausrechnen, 180 Grad minus 20 Grad minus 110 Grad. Kann man mit dem Taschenrechner herausrechnen, kann man sich hinschreiben, 180 minus 110 sind 70, minus 20 sind 50 Grad. Und da hier die beiden gleichen Werte auftauchen, müssen wir Alpha, Gamma und Beta ist dann dementsprechend hier auch gleich 50 Grad. Jetzt wollen wir uns das mal genau angucken. Es sieht ja im Moment sehr verlockend aus, im VA und A' sind gleich. Alpha und Gamma, Gamma und Alpha. Und Beta und Beta, also Beta und Beta ist auf jeden Fall gleich und hier ist ein bisschen überkreuzt. Jetzt wollen wir mal genau gucken. Wir kennen von dem einen Dreieck ABC, kennen wir hier 7,5 ist A, B und C. Und dann kennen wir hier Alpha ist 20 Grad, Beta ist 50 Grad und Gamma ist 110 Grad. Das ist natürlich überhaupt keine Zeichnung, das ist nicht mal eine Skizze, sondern es ist eigentlich nur so, dass man da sich irgendwie wirren ein Dreieck reinbauen kann. Und dann guckt man hier bei dem Strichdreieck A'B'C'. Dann haben wir hier A klein A' ist 7,5 cm. In der, na, da klingt das so, als wenn das so ganz verlockend wäre. jetzt nehmen wir hier Alpha sind 110 Grad. Dann nehmen wir Gamma ist 20 Grad und Beta ist 50 Grad. Das heißt, hier stimmen sie auf jeden Fall überein. Und die Seite, die zwischen den beiden, Winkeln liegt, nehmen wir jetzt mal hier, gehen wir mal von hier aus. Am Daumen sind die 50 Grad, am Zeigefinger sind die 110 Grad. Dazwischen sind die 7,5 Grad. Ja? Jetzt gehe ich mal hier hin und dann sehe ich, ich habe die 7,5 cm zwischen meinen Fingern. Am Daumen sind 50 Grad und am Zeigefinger sind 20 Grad. Das kann nicht kongruent sein. Das kann man entweder jetzt nach dem Satz lösen, so mit gucken und dann hinterher den Satz nochmal aufschreiben und sagen, dass das nicht erfüllt ist. Oder man kann, wie ich ja in dem anderen Video gezeigt, oder ja, in dem zweiten Video gezeigt hatte, das Ganze mit dem Sinussatz, siehst du wohl, das deswegen vergessen, weil der ja eigentlich, wenn das dran ist, das Thema, meist, dass der Sinussatz noch gar nicht gekannt wird. Aber das macht nichts, weil das gehört irgendwie mit dazu, finde ich. Und deswegen knall ich das jetzt auch mit dazu. Wenn du das nicht haben willst, dann kannst du jetzt ausmachen. Tschüss. Gut, also, wie war das nochmal? A durch Sinus Alpha oder man kann auch sagen Sinus Alpha durch A, aber ich schreibe mal A durch Sinus Alpha. Soll gleich sein B durch Sinus Beta. Tragen wir das Ganze ein, dann steht da für A 7,5 durch Sinus Alpha, Sinus 20 Grad, ist gleich B, kennen wir nicht, durch Sinus Beta, Sinus 50 Grad. Wenn ich jetzt hier mal Sinus 50 Grad äquivalent umformel, dann steht da Sinus 50 Grad mal diesen Bruch ist gleich B. Dann habe ich das hier mal nur weggewischt. So, zack. Jetzt muss ich das ausrechnen. Das heißt, ich nehme meinen Taschenrechner ganz in aller Ruhe, wir haben alle Zeit der Welt, mache den Taschenrechner an und sage dem Taschenrechner als nächstes, also Sinus 50 Grad mal 7,5 geteilt durch Sinus 20 Grad. Kommt raus B gleich 16,8 cm. Das schreibe ich mal hier hin, B gleich 16,8. Und dann kann ich natürlich jetzt auch mir vorstellen, dass hier ein B und hier ein Gamma, hier steht C und hier steht Gamma. So, gilt auch nach dem Sinussatz, den kannst du dir in der zweiten, im zweiten Video davon angucken. Jetzt trage ich hier natürlich wieder 7,5 für Alpha ein, für A, 20 Grad für Alpha und für Gamma trage ich 110 Grad ein. 110 Grad. So, dann tippe ich wieder 110 Grad Sinus sind 0,93969692621, ist aber nicht so schlimm, weil wir können einfach weiter tippen, mal 7,5 geteilt durch Sinus 20 Grad. Kommt raus
C natürlich nicht. B, C gleich 20,6. Also C gleich 20,6. Jetzt haben wir ja all diese Seiten am Start hier. A, B und C. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal für A', B' und C' an. Dann müssen wir jetzt ja hier gucken, dass wir A' durch Sinus Alpha' gleich, können wir ruhig mit C' und Gamma' hier anfangen. Tragen wir auch wieder ein, A' ist ja 7,5 cm durch Sinus Alpha ist 110 Grad. Gleich C' kennen wir nicht, geteilt durch Sinus von Gamma ist 20 Grad. Müssen wir mal Sinus 20 Grad rechnen, da steht da Sinus 20 Grad mal diesen Bruch ist gleich C'. Gut. Habe ich erwähnt, dass es auch schon ein Basisvideo zum Sinussatz gibt? egal, wir rechnen jetzt hier einfach los. 20 Grad Sinus getippt, kommt 0,3420 raus, mal 7,5 geteilt durch 110 Sinus ist gleich. C ist gleich 2,73 gerundet. Da ich mir jetzt nicht ganz sicher bin an dieser Stelle im Weg, kann man ja auch einfach nochmal sagen, okay, ich tippe es nochmal. 20 Sinus sind 0,34 mal 7,5 geteilt durch 110 Sinus ist gleich 2,72. Und jetzt können wir sehen, diese Konstellation, die sich hier bietet, die so verlockend aussieht. A und A' sind gleich. Alpha ist gleich mit Gamma. Gamma-Strich, hier fehlen ja die Striche. Wer es gesehen hat, der darf sich glücklich schätzen, irgendwie, der wird weniger Fehler in der Klausur machen, als ich wahrscheinlich machen würde oder in der Klassenarbeit. Spaß. Alpha und Gamma-Strich. Gamma und Alpha-Strich. Ne? Genau, Kreuz, gleich. Beta ist auch noch gleich. Jetzt verlockt es einen zu sagen, yeah, stimmt überein. Und jetzt können wir über die Rechnung auch gucken, irgendwie, dass diese Einheiten hier sich auch nicht auf diesen Fall SSS münzen lassen. Und deswegen können wir hier sagen, diese beiden Dreiecke sind nicht kongruent. Das kann man natürlich auch so machen, zack und zack. Aber wenn das nicht liegt und der lieber rechnen will oder der lieber oder die lieber Techniken aus der 10. Klasse, 9. 10. Klasse anwenden will, dann kann das natürlich auch machen. Gut, das war das, was ich hier in dieser kleinen Serie zeigen wollte. Ich hoffe, es war nicht langweilig, hat nicht, ich habe nicht nur das erzählt, was du schon eh wusstest. Und wenn du noch was wissen willst, kannst du gerne noch einen Kommentar zu diesem Video bei omaprima.com posten. Gut, ich halte hier wie immer das am Ende das Schild ins Bild und sage Tschüss und auf Wiedersehen!